entweder nie mehr Sex oder nie mehr YouTube-Videos machen. Würdest du einen strippen vor der ganzen Klasse oder Nudes in den Klassen-Chat schicken? Entweder den Adi oder den Milo küssen. Oh! Alter! Was? Du bist eine Lust. Schneid das ja nicht in eine Aussau. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin wieder mal da mit der Lara. Hallo! Wir machen heute ein Entweder-Oder. Wir haben auf Insta ganz viele Entweder-Oder-Sätze schreiben und die werden wir heute mal ganz genauer anschauen. Bei ihr auf dem Kanal haben wir einen Freundschaftstest gemacht. Ich muss sagen, wir labern ganz viel, sondern fangen einfach mal mit dem Video an. Let's go! Ich bin so gut, ich habe das studiert. Das war doch scheiße. Ah. Würdest du dir eher ein Onlyfans-Profil machen oder kein Social Media mehr benutzen? Ich würde eher Onlyfans, also der Schritt von Onlyfans, der ist nicht so weit weg. Also Onlyfans, nur ein bisschen Füße zeigen, Füße. Kein Problem, Digga, kein Problem, ist doch kein Problem. Wenn ich es machen würde, dann darf ich noch Social Media benutzen? Ja. Ja, dann würde ich safe machen, man muss ja nicht aufladen. Doch, müsstest du dann schon, Onlyfans-Account machen. Hä, hey, ich will safe auch. Ja. Klar, ja. Du noch ein Geld mit Fußbildern. Warum nicht, oder? Würdest du es machen, Onlyfans? Nein. Warum nicht? Ja, das ist schon. Gibt Cash? Wer sagt, dass ich überhaupt etwas mit ihnen habe? Du bist geil. Sie ist der einzige Konsument von mir. Würdet ihr konsumieren, Chat? Wir gehen weiter. Ich komme sie gratis über. Eher keine neuen Freunde oder nie mehr einen Franken verdienen? Ja, ich habe schon lange keine neuen Freunde mehr. Von dem her. Wow, keine neuen Freunde. Stimmt eigentlich, sonst kannst du nicht mehr überleben. Also, du hast so liebe Freunde, dass sie alles zahlen. Oder oh, du hast Eltern, die einfach sehr viel essen. Nein, das sind nicht so sad. Also doch, sad. Erbst und du musst nie mehr arbeiten. Und so vor allem deine alten Freunde könntest du dann behalten. Eben. Bodybuilder oder Lauch? Hä, was entweder oder in Lauch? Ich lieber Lauchs. Lauchs? Safe Bodybuilder. Du? Warum? Du bist safe in Lauch? Ja. Hey, so ein bisschen Muskeln und so. Aber das ist kein Bodybuilder. Bodybuilder ist für mich einer mit so richtig fettem Bizeps. Und wenn ich umarmt, das Gefühl, du stirbst alle. Das ist doch einfach auch nicht geil. Ja, ich weiß, was du meinst. Lieber Lauch. Vor allem, ich bin 1,55. Ich würde den Ton verschwinden. So. Da ist mir nicht so. Der hat mehr Titte als ich. Das läuft da jetzt. Nein, ich bin der Lauch. Was? Der hat mehr Titte als ich? Mein Gott. Was? Würdest du eher Pornodarstellerin werden oder Prostituierte? Ja, eher Pornodarstellerin oder Prostituierte, ganz klar eher Pornodarsteller. Das ist also logisch, oder? Das ist doch logisch, eins entscheidet, wenn ihr auch so. Ich glaube Prostituierte. Nee! Ich ja, wenn ich zuerst auch denke, aber als Prostituierte bin ich ja dann nicht im Internet so nackt und so. Ich denke mir so, kommt halt davon, weißt du, bist ja Pornodarstellerin, wenn du theoretisch Pornos mit deinem Freund ladest oder und man sieht dein Gesicht nicht. Also wenn du zum Beispiel immer den gleichen Partner hast. Aha, ja, aber ich bin jetzt auch davon ausgegangen, dass du mit beidem den Partner wirst. Ja. Was würdest du dann nehmen? Aha. Okay. Ja, weißt du, ich überlege mir auch, wenn du jetzt zum Beispiel Prostituierte bist, dann schaust du ja nur auf die andere Person. Weißt du, was ich meine? Also ja. Kann ich mir jetzt vorstellen, ich habe noch keine Ahnung, oder? Aber ich meine, so, je nachdem, was du für einen Porno hast, kann es auch sein, dass du eine Glückskarte gezogen hast und mehr kannst davon profitieren. Aber das ist fake, du hast das gerade bei Young Guns gesagt. Das stimmt, sind fake. Entweder nie mehr Sex oder nie mehr YouTube-Videos machen. Nie mehr Sex oder nie mehr YouTube-Videos? Oh, schwieriges Thema, Digga. Die Frage skippen wir. Scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf. Wir sagen es gleichzeitig. Ah, oh, warte, ich muss jetzt überlegen. Scheiß drauf. 3, 2, 1, nie mehr YouTube-Videos machen. Ich weiß es nicht. Warte, ich muss kurz sagen, ich habe mir zuerst überlegt, nie mehr Sex. Aber irgendwie ist es komplett dumm. Bei mir ist nicht nie mehr Sex, weil ich mit Kindern. Und wenn eben? Ja. Also aber wir können adoptieren, aber... Du kannst einfach einpflanzen. So, mit ja, Spitzen. Und was ist, wenn du horny bist? Kannst du selber machen. Ja, noch hast du einen Freund. Sorry, ich mache lieber YouTube. So. Ich muss halt eine andere Sexpartnerin suchen, aber ich bin da zum Reden. Wir würden beide mit YouTube aufhören für Sex. Ja. Perfekt. Entweder 5 Millionen Franken bekommen oder Corona weltweit ungefährlich für alle machen. Yo! Was sind das für Fragen? Aber 100 Pro, da bin ich ehrlich mit euch. Corona weltweit ungefährlich machen, Rito.
Könntest du mit 5 Millionen Franken irgendetwas erreichen, dass Corona wieder aufhören? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Das braucht ja alles auch nur schon Zeit. Das geht ja vor allem um Zeit. Wenn du jetzt mega krass im Existenzminimum bist, würde ich es verstehen. Chat, weißt du, Nati fragt das so ernsthaft. Weißt du, als ob 5 Millionen für irgendetwas länger. 5 Millionen lang vielleicht für hier die Dorfstrasse zu renovieren oder so. 5 Millionen, Digga. Also 5 Millionen lang, ja wirklich für gar nichts. Ja. Ey, ich glaube, ich muss sogar Corona nehmen, einfach weil ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich weiß eben nicht mal, was ich mit 5 Millionen Franken würde anfangen. Ich wäre komplett überfordert. Doch, also ich würde sicher mega viel spenden und so, aber 5 Millionen Franken, das ist so viel Geld. Stell dir vor, du hast jetzt 5 Millionen, du baust dir ein schönes Haus. Aber ich bin ehrlich, es wird... Du kannst nicht mal reisen, weil Corona da ist, also ja, okay, mit sauberer Corona-Welt. Entweder fürs Land. Nati sind so, ich habe keinen Bock mehr auf Corona. Aber es ist ja egal, dass 10'000 Leute fast in der Schweiz gestorben sind. Nur wegen dem. Einfach weg. Leben lang nichts mehr hören oder fürs Leben lang nichts mehr sehen? Nicht mehr hören. Ich will mein ganzes Leben sehen. Ich mache Augen. Ah, Gott. Also blind oder taub? Taub. Ich würde safe auch taub nehmen. Ich habe gesehen, was vor mir ist, was abgeht. Ja, und vor allem, ich habe das Gefühl, also es gibt diese Gebärdensprache. Ich habe gesehen, was vor mir ist. Gut. Und so, ich habe das Gefühl, also ich finde es einfacher, Gebärdensprache zu lernen, als blinde Sprache. Ja, das stimmt. Oh, ich würde so, Gebärdensprache finde ich mega spannend, ich würde es mega gerne lernen. Ich eben auch. Das ist mega cool. Entweder die andere Person von uns küssen oder unser Ex. Hey, oh, was? Also, es wäre nur schon cringe. Also, ich würde ja auch die andere Person küssen, die hier neben dran ist und zwar jetzt so. Es wäre jetzt weniger cringe, dich zu küssen. Doch, ich hätte kein Problem damit so. Es wäre eher cringe, meinen Ex zu küssen. Eben, entweder nie mehr euch selber machen oder nie mehr jemand anderem machen. Nie mehr mir selber. Nein, nie mehr mir selber. Ich würde ja einfach, ich gönne gerne. Ich bin gerne Gönjamin, ich gönne gerne. Selber machen. Für mich ist irgendwie, kann ich mit einer Person zusammen und allein ist für mich so komplett etwas anderes. Es ist so komplett unterschiedlich. Aber ich glaube, ich würde auch eher nie mehr alleine machen, weil ich würde mich dumm fühlen, wenn ich jetzt in einer Beziehung wäre. Und ich würde nie mit einer anderen Person etwas geben. Hast du überhaupt einen Ex, Milo? Jupp. Und sie gibt mir aber immer etwas. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Entweder den Adi oder den Milo küssen. Oh, jetzt, Chad, jetzt sind wir gespannt. Jetzt mal, nicht so, dass so alte Milo hat einen Freund oder so. Ich weiß nicht. Ein Freund? Ey! Ich weiß nicht, ob ich einen Schnauz. Was ein Freund? Was küssen will. Ah! Darum glaube ich den Milo. Oder für, wobei, zum Wissen, wie es ist mit einem Schnauz, vielleicht doch da sein. Ich kann mich nicht entscheiden. Willst du einen Schnauz küssen? Es würde mich wundern. Ich habe eine Kollegin, die hat mir erzählt, sie hat einen Freund gehabt, hallo? Hat einen vollen Bart gehabt. Und das sei mega kratzig. Hallo! Gewesen. Du willst wissen, wie kratzig es ist. Nein. Adi. Also so bestimmt es wird schon nicht wundern. Ich glaube, ich nehme einfach den Milo so. Ich glaube, ich will Adi nehmen. Würdest du einen Ach, scheiß drauf, Digga. Nati, ganz ehrlich, wie merken wir das? Wie merken wir das auf meine Art und Weise, Nati? Strippen vor der ganzen Klasse oder Nudes in Klassenchat schicken? Strippen vor der ganzen Klasse, aber sie dürfen kein Video machen. Alter, was? Ich glaube, ich will Nudes schicken. Das ist so kurz und schmerzlos. Und Strippen ist oh. So, du erlebst so die Reaktion. Glaub, und es braucht so lange. Ich will strippen. Ja. Also dann so Handyverbot und so, weil sonst existieren die Bilder von mir. Das stimmt. Und dann sehen die halt eine andere Seite, aber... Das stimmt aber auch. Das Ding kein Beweis. Ich meine, sonst kann das ganze Weltweit umkehren. Das stimmt. Das habe ich gar nicht beleidigt. Darum will ich strippen. Boah, das ist jetzt gerade voll schwierig. Du hast so gedacht, ich habe meine Antwort. Ja, zwar, ich habe also wirklich gefühlt 90% Mädchen in der Klasse von dem her. Ich glaube, ich will gleich strippen, ja. Ja, voll. So, das ist sie mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann gebt doch unbedingt was für ein Video nach oben. Und schaut noch bei den Lara ein Video vorbei. Und achtet wieder in die Glocke. Wie macht man das? Ding dong. Nein. Quack, quack. Und ganz wichtig, vergessen nicht mich und sie zu abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten. Eben, merken wir das, Nati, dass du den Adi lieber würdest küssen als mir. Natürlich, nur hypothetisch. Ich hätte auch keinen Bock, eine von diesen beiden zu küssen.